Herzlichen Dank. Nächster Redner ist Kollege Rock für die FDP-Fraktion. Sieht aus, als wäre es ein schweres Los. Es ist nur ein schweres Los, wenn die großen Leute mehr vor allem reden. Das geht aber jetzt noch nicht von der Redezeit ab. So. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, überlegen Sie sich, dass diese Debatte womöglich von den Betroffenen verfolgt wird. Überlegen Sie sich, dass diese Debatte womöglich von den Eltern in unserem Land verfolgt wird und dass es hier um unsere Zukunft geht, nämlich die Kinder in unserem Land. Und dann überlegen Sie einmal, wie Sie hier auftreten. Die grundsätzliche Aufgabe, die wir jetzt hier haben, ist doch bitte, respektvoll mit dem Thema umzugehen. Und das fängt damit an, dass wir einmal bei der Wahrheit bleiben. Und bei dem Thema Wahrheit ist es nun einmal so, dass wir eine intensive Debatte geführt haben zu zwei Gesetzentwürfen in diesem Plenum, in dem deutlich gemacht wurde, wer für eine Freistellung war und wer dagegen war, und wo Fraktionen ihre Argumente vorgetragen haben. Und dann müsste man, wenn man hier vorgeht und jetzt eine gut vertretbare familienpolitische, sozialpolitische Entscheidung verkündet, man doch einmal die Genese darstellen, wieso und wo das sich herleiten lässt, warum man jetzt eine 100-Grad-Wende gemacht hat und eine andere Politik präferiert, die ich im Grundsatz richtig halte. Dieser Erklärungsweg fehlt mir ehrlich gesagt bei der Regierungskoalition. Aber vielleicht, die Regierung hat es ja verkündet, vielleicht wird der Minister das dann noch einmal aufklären, die Genese der veränderten Haltung in der Regierung, was ich ja eigentlich im Grundsatz für richtig halte. Und dann bitte lassen Sie uns doch einmal bei dem bleiben, was tatsächlich debattiert wird und was wir bis jetzt wissen. Der erste Punkt ist, der Haushaltsgesetzgeber erfährt aus den Medien, wie wir die nächsten Hunderte von Millionen Euro dort verausgaben werden. Und wir hatten die Möglichkeit einer Regierungserklärung gestern zu einem Thema, wo es um mehrere hundert Millionen Euro geht, die künftig in einen unglaublich wichtigen Bereich investiert werden. Fehlanzeige. Man hätte die Möglichkeit gehabt, wir hatten ja letzte Woche auch die Möglichkeit, in einem Fachausschuss womöglich mal darzustellen, was die Landesregierung denn eigentlich plant. So viel zum Respekt gegenüber dem, der nachher die Ausgaben beschließen soll. Meine Fraktion hat eine Sonderausschusssitzung des Finanzausschusses und des Sozialausschusses beantragt, damit wir mal wirklich die Fakten, die ja natürlich die Regierungsfraktion hoffentlich kennen, auch wir mal genau erfahren, wie denn die Verbesserung der Qualität der Bildung funktionieren soll und wie denn die Finanzierung tatsächlich auf die Beine gestellt wird, damit wir mal endlich von Ihnen erfahren, was Sie ja schon medial groß verkündet haben, weil eigentlich soll ja dieser Hessische Landtag das beschließen. Und von daher muss ich ehrlich sagen, mit Respekt hat das alles nur bedingt zu tun. Und dann gehen Sie doch ehrlich mit den Familien um. Sagen Sie doch, was Sie wirklich tun. Und Sie müssen doch auch wahrgenommen haben, dass die Eltern erst einmal glauben, dass von der Krippe bis zum Ganztagsplatz mit 6 Jahren alles umsonst wäre, alles kostenfrei wäre. Und Sie tun nichts, auch heute hier wieder nicht, nichts, um den Eltern deutlich zu sagen, was tatsächlich die Entlastung ist. Sie tun das nicht. Und dann werden Eltern enttäuscht sein. Sie werden von Politik enttäuscht sein. Bleiben Sie doch bei dem, was Sie wirklich beschließen, eine familiensozialpolitische Maßnahme, die Familien entlastet. Das kann man doch gut vertreten. Aber sagen Sie doch nicht den Eltern hier vorsätzlich nur die halbe Wahrheit. Sie stellen zwei Drittel der Kindergartenplätze, rund zwei Drittel der Kindergartenplätze kostenfrei. Ein Drittel, die Ganztagsplätze, werden nicht kostenfrei gestellt. Sie lassen die Krippen, in denen wir die großen Probleme haben, mit 700 € im Monat Krippenplatz, lassen Sie links liegen. Sie werden dort niemanden entlasten. Und Sie werden die Familien auch nicht um 5.000 € netto entlasten in 3 Jahren.
Weil man kann das ja auch, wenn man nur kurz drüber liest, das womöglich für eine Entlastung in einem Jahr halten, was Sie wahrscheinlich total von sich weisen. Sie müssen doch ganz genau, dass man die Kindergartengebühren steuerlich anrechnen lassen kann. Zwei Drittel. Sie wissen doch ganz genau, Herr Boddenberg, dass es keine 5.000 € Nettoentlastung ist. Das wissen Sie doch. Warum sagen Sie es hier denn? Bleiben Sie doch bei dem, was es ist. Es sind vielleicht im Durchschnitt 70 € Nettoentlastung im Monat pro Kind, pro Familie. Im Durchschnitt. So, darum geht es. Das ist eine gute familienpolitische Maßnahme, für die man eintreten kann. Aber dann treten Sie doch bitte für das ein, was Sie tun, und streuen Sie den Eltern keinen Sand in die Augen, weil dann werden Sie nämlich nachher noch eine Quittung kriegen, und am Ende wird wieder die ganze Politik beschädigt sein. Bleiben Sie bei dem, was Sie tun. Und für gute Politik wäre es wichtig, dass man sich einmal die Bedarfe anschaut, das, was Eltern wirklich wollen. Und da Sie ja erklärt haben, was Studien so ergeben und was Wissenschaftler so abfragen bei Eltern, das interessiert Sie eigentlich nicht so, das finden Sie auch nicht in Ordnung. Aber wenn Bertelsmann feststellt, und die machen das wissenschaftlich, da kann man immer sagen, vielleicht ist es ein bisschen pauschal, 10% hoch oder runter, aber es sind doch deutliche Hinweise. Wenn die sagen, die Eltern, und das gilt ja genauso für Hessen wie für Deutschland, 72% sagen, es gibt nicht genug Kita-Plätze. 69% sagen, sie wollen eine bessere Ausstattung in ihren Kitas. Und 33% der Eltern sagen, die Öffnungszeiten sind für sie nicht ausreichend. Dann zeigt sich doch, wo der Handlungsbedarf ist. Der Handlungsbedarf ist, wir brauchen mehr Kapazitäten. Und wenn jetzt Herr Wagner hierher geht und sagt, na ja, es gibt ja 80 Millionen € vom Bund, und darum geht es doch da richtig voran. Aber wenn das stimmt, was wir hören, dass Sie 155 Millionen € aus dem KFA für diese Maßnahme entziehen, dann haben die Kommunen nachher für den quantitativen Ausbau weniger zur Verfügung, als sie jetzt haben. Uns fehlen 23.000 Krippenplätze in Hessen, und vielleicht sind es auch nur 15, Herr Minister. Das sind ganz entscheidende Größenordnungen. Da muss man sich nicht um 1.000 Plätze streiten, aber da erkennt man den absoluten Handlungsbedarf in dieser Regierung. Und für uns, für die Freien Demokraten, gibt es eben eine andere Prioritätensetzung wie für CDU und SPD in diesem Haus. Sie haben eine wichtige und gute sozial- und familienpolitische Maßnahme nach vorne gestellt, die ich im Grundsatz für richtig halte. Aber ich sage Ihnen, momentan ist mindestens so wichtig, aus unserer Sicht wichtiger, dass wir die Qualität in den Einrichtungen verbessern. Wir wären für eine bildungspolitische Maßnahme im Fokus. Und dann sage ich Ihnen, wenn Sie die Eltern abstimmen lassen würden in unserem Land, 70 € Nettoentlastung im Monat oder in Ihrer Kindertagesstätte, wo es 8 Erzieher gibt, gibt es künftig 10. Und die haben mehr Zeit, um die Kinder zu fördern. Die haben mehr Zeit für betreuungsvolle Pflege. Die haben mehr Zeit, pädagogische Konzepte auf den Weg zu bringen. Die haben Zeit für Fortbildung. Und dann frage ich Sie, wenn Sie die Eltern abstimmen lassen würden. Und Herr Boddenberg, ich weiß nicht, ob den Kindern tatsächlich 70 € in der Familienkasse mehr wichtiger sind oder Erzieher, die Zeit für sie haben. Wenn Sie die Kinder fragen würden, dann kann ich Ihnen genau sagen, wie die sich entscheiden würden. Und ich glaube tatsächlich, mit diesem Geld, das Sie jetzt in die Hand genommen hätten, oder haben oder werden, was Sie in den Haushalt schreiben wollen, mit dem Geld, genau mit dem Geld, hätten Sie 7.400 zusätzliche Erzieherstellen finanzieren können und einen optimalen Betreuungsschlüssel in unseren Kindertagesstätten einführen können. Mit diesem Geld. Sie haben sich dafür entschieden, die Familien zu entlasten. Akzeptiert. Aber unser Schwerpunkt wäre eine Steigerung der Qualität. Und ich glaube schon, dass es da unglaublich viel zu tun gibt. Der Übergang zwischen Kindertagesstätte und Schule ist eine Herausforderung. Hessen hat ein super Konzept, das könnten wir hessenweit ausweiten. Das haben Sie beerdigt. Sie waren nicht einmal bereit, in der letzten Haushaltsdebatte dafür 20 Millionen € zur Verfügung zu stellen. Nicht einmal das. Das war Ihnen die Qualität der Bildung nicht wert, wenn wir einmal über Haushaltsanträge sprechen wollen. Und dann kommt der nächste Schritt. Wir haben einen Bildungserziehungsplan, der müsste fortgeschrieben werden.
Wir bräuchten stärkere Wissenschaftsevaluierung in dem Bereich, Unterstützung. Wir bräuchten eine bessere Stärkung in der Umsetzung von Qualität in unseren Einrichtungen, eine Unterstützung in den Einrichtungen vor Ort. Es gibt unfassbar viel zu tun. Wir müssen überlegen, wie können wir die Eltern besser einbeziehen, eine Erziehungspartnerschaft stärken zwischen Eltern und Einrichtungen. Das fängt aber hier beim Gesetzgeber an, eine Elternvertretung für die Kitas in Hessen. Das fängt bei uns an. Und all das Fehlanzeigen. Und ich glaube, es ist unglaublich gut, dass Sie, und jetzt, wer hat das vorhin gesagt? Ich weiß nicht mehr, die Nerven liegen blank, dass Sie einen Wahltermin vor Augen gesagt haben, okay, wir haben es auch verstanden. Das entscheidende Thema, was die Eltern in Hessen umtreibt, sind ihre Kinder. Wir müssen da etwas tun. Und die Debatte wird Sie jetzt begleiten bis zur Wahl bei ganz vielen Initiativen. Da können Sie beweisen, ob Ihnen die Kinder in Hessen wirklich etwas wert sind. Wir werden Sie da stellen, und zwar in der Qualität, mit der Qualität und mit guten Vorschlägen. Und dann können Sie, Herr Boddenberg, beweisen, was Ihnen die Kinder in Hessen wert sind. Bei den Familien haben Sie jetzt schon einmal ein Signal gesetzt. Wir wollen auch, dass die Kinder davon profitieren. Dann können Sie unsere Initiativen unterstützen. Da freuen wir uns schon drauf. Vielen Dank. Vielen Dank, Kolleginnen und Kollegen. Ich begrüße auf der Besuchertribüne den Bischof von Limburg, Herr Dr. Georg Betzing. Sie haben heute die Andacht hier im Haus gehalten. Herzlichen Dank dafür. Als Nächstes hat das Wort Staatsminister Grüttner. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ab dem Kindergartenjahr 2018 werden Eltern von Kindern, die den Kindergarten besuchen, beitragsfrei gestellt für 6 Stunden im ersten Kindergartenjahr, im zweiten Kindergartenjahr und im dritten Kindergartenjahr. Das ist eine gute Nachricht für die Eltern in Hessen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist insofern eine gute Nachricht für die Eltern, weil mit dieser Maßnahme eine deutliche Entlastung verbunden ist. Und es ist ja das Schöne, dass man dann natürlich sich auf Durchschnittszahlen auch bewegt. Aber klar ist auch, in dem Moment, wo eine Kommune die Vereinbarung mit dem Land trifft, dass die Beitragsfreiheit in ihrem Gebiet gilt, dann gilt die Beitragsfreiheit für 6 Stunden unabhängig davon, ob die Eltern 70, 80, 90, 100, 500 oder 700 € für diese 6 Stunden bezahlt haben. Deswegen ist der individuelle Einsparbetrag bei den Eltern immer unterschiedlich. In der Durchschnittsbetrachtung werden Eltern 5.000 € pro Kind einsparen, wenn sie die Beitragsfreiheit in Angriff nehmen. Und im Gegensatz zu vielen anderen Vorschlägen nehmen wir das System, das seit 10 Jahren sich bewährt hat, zur Grundlage auch für ein neues System. Und zwar die Vereinbarung zwischen den Kommunen und dem Land und damit verbunden auch den Bereich, dass man entsprechende Fördermittel seitens des Landes bekommt. Insofern bleibt es bei jeder Kommune selbst überlassen, ob sie diesen Weg mitgeht oder nicht mitgeht. Vor 10 Jahren haben das 426 Kommunen gemacht, freiwillig erklärt. Von 426, Herr Fraktionsvorsitzender, also alle haben es erklärt. Ich bin der festen Überzeugung, auch dieses Mal werden alle Kommunen erklären, dass die Kinder, die in ihrem Stadtgebiet, Gemeindegebiet in den Kindergarten gehen, beitragsfrei gestellt werden für 6 Stunden. Und ich sage dauernd 6 Stunden, um auch an dieser Stelle einmal aufzuklären, dass damit nicht Betreuungszeit gemeint ist. Wir wissen selbst, was Betreuungszeiten sind. Aber wir haben eine Erhebung bei allen Kindertagesstätten in Hessen gemacht in der Fragestellung, wie viel ist die durchschnittliche Öffnungszeit im Kindergartenbereich für ein Kind, das halbtags in einen Kindergarten geht. Das sind 5,2 bzw. 5,4 Stunden. Das ist die durchschnittliche Öffnungszeit, nicht Betreuungszeit. Diese Öffnungszeiten
Die haben wir zur Grundlage einer Durchschnittsberechnung gelegt. Und jeder, der versucht, an dieser Stelle irgendetwas anderes zu sagen, was die Fragestellung von Beitragsfreiheit anbelangt, irrt. Und ich finde, Herr Wagner hat das vollkommen richtig gesagt. Auch in Hamburg werden 5 Stunden beitragsfrei gestellt. Aber in Hamburg wird die Betreuungszeit pro Kind auch deutlich mehr als 5 Stunden sein. Und es ist ein Unterschied zwischen Beitragsfreistellung von Öffnungszeiten und Beitragsfreistellung von Betreuungszeiten. Das sollte einfach irgendwann einmal kapiert werden, auch von der Opposition an dieser Stelle. Und dann habe ich vorhin die ganze Aufregung überhaupt nicht verstanden bei der SPD. Das Schöne ist ja, die SPD kann Vorschläge unterbreiten, so viel wie sie will. Sie wird nie in die Lage versetzt werden, dass sie sie umsetzen kann. Insofern ist das relativ einfach, auch damit umzugehen. Ja, Sie mögen sich da an dieser Stelle aufreden. Sie werden nie in die Lage versetzt werden, diese entsprechend umsetzen zu können. Und zwar aus unterschiedlichen Gründen. Nicht nur, dass Sie keine Mehrheit dafür haben, sondern es ist schlicht und einfach auch ein Vorhaben, das jenseits einer realistischen Chance der Umsetzung ist. Weil das ist ja, das ist vor allen Dingen, man muss sich das schlicht und einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, was die SPD momentan vorschlägt. Also, Sie haben erst einmal vorgeschlagen, das ist ja auch in Ordnung, das ist abgelehnt worden, Beitragsfreiheit in 4 Schritten für 5 Stunden beginnend ab 2019. Das war Ihr Gesetzentwurf aus dem Jahre 2016. Den gibt es immer noch auf Ihrer Homepage zu lesen, auch mit schönen Fragen, warum Beitragsfreiheit auch für alle Eltern sein soll und warum keine Sondergebühren erhoben werden sollen von einkommensstarken Eltern. Alles dahingestellt. Das haben Sie schön veröffentlicht, finde ich, ist in Ordnung. Daran haben Sie sich gehalten, das ist Ihnen abgelehnt worden. Jetzt kam voller Überraschung am letzten Montag ein Rundumschlag der SPD. Also, Sie wollen jetzt die komplette Beitragsfreiheit für einen ganztägigen Platz im U3-Bereich und im Ü3-Bereich und die gesetzliche Regelung zu Leitungszeiten, mittelbar pädagogischen Zeiten, erhöhte Ausfallzeiten und nicht zuletzt die Übernahme der laufenden Betriebskosten aller hessischen Kitas zu 2/3 durch das Land. Das alles soll mit zusätzlichen Mitteln von 1 Milliarde € finanziert werden. 5 Prozentpunkte Steigerung Ausfallzeiten oder mittelbare pädagogische Zeiten beinhalten ein Kostenvolumen jeweils von 68 Millionen €. Nur damit Sie ein bisschen mal wissen, in welchen Größenordnungen das sind. Das ist alles ein Wunschkonzert. Das hat mit solider Gestaltung überhaupt nichts zu tun. Das ist einfach mit heißer Nadel gestrickt worden, um letztendlich dem, was die Landesregierung vorgestellt hat, etwas entgegenzusetzen. Und es ist ganz einfach, wenn man sich dann in der Finanzierung auf den Bund bezieht, indem man dann schlicht und einfach sagt, irgendwann wird der Bund ein Gesetz möglicherweise erlassen. Meine Blockade hat damit ja nichts zu tun. Ich will erst einmal einen Gesetzentwurf seitens des Bundes sehen, und dann werden wir einmal sehen, wie die anderen Länder dann reagieren, wenn es darum geht, dass der Bund möglicherweise, aber man weiß auch nicht, wie viel Geld zur Verfügung stellt. Frau Barley spricht Aufwachsen von 5 Milliarden €. Das ist ja auch ein Wunschkonzert an dieser Stelle, dieses entsprechend darzustellen. Und dann auch noch der Überzeugung zu sein, dass der Bund dann nicht noch Anforderungen an die Umsetzung bei den Ländern setzen will. Ich habe noch nie erlebt, dass der Bund Finanzmittel zur Verfügung gestellt hat und nicht gleichzeitig den Ländern erklärt hat, wie sie und für was sie einsetzen wollen. Und das geht massivst in die Gestaltungsfreiheit nicht nur der Kommunen, sondern von den Ländern. Und wir gestalten an dieser Stelle gemeinsam mit den Kommunen, wie wir versuchen wollen, auch frühpädagogische und Bildung entsprechend in unseren Kindertagesstätten einzurichten, und nicht der Bund an dieser Stelle. Das hat damit zu tun, dass die Ausgangslagen in jedem Land anders sind, und es hat damit zu tun, dass die Ausgangslage innerhalb des Landes an den unterschiedlichsten Stellen auch unterschiedlich ist. Insofern ist das letztlich alles ein Eingriff in die Gestaltungshoheit der Länder, und mit mir, um das sehr deutlich zu sagen, wird dieses nicht passieren, dass der Bund in unsere Gestaltungshoheit einbricht. Insofern, und da Sie mit mir noch länger leben müssen, werden Sie auch an dieser Stelle schlicht und einfach in der Umsetzung dieses nicht erleben. So. Insofern, ach, Herr Merz, Sie haben doch gleich die Gelegenheit, noch einmal hier das Wort zu ergreifen.
Insofern ist das ein Schritt, von dem wir sagen, dass es ein Schritt ist zur Entlastung der Eltern. Und ein Zweites. Das darf man an der Stelle nicht vergessen. Das kommt ja ein Stück weit in das, was Herr Rock gesagt hat. Wir nehmen zusätzlich zu der Frage von Beitragsfreistellung für Eltern aufwachsend in 2018 und 2019 insgesamt 50 und anschließend jeweils jährlich 50 Millionen Euro Mittel aus dem Staatshaushalt zur Verbesserung der Qualität, die wir zum jetzigen Zeitpunkt schon mit 460 Millionen Euro unterstützen. Das heißt, ab dem Jahre 2020 im Endausbau, aufwachsend schon im nächsten und im übernächsten Jahr, nimmt das Land über eine halbe Milliarde Euro in die Hand, nicht für Beitragsfreistellung, nicht für Investitionen, sondern ausschließlich zur Unterstützung der Kommunen, damit dort eine qualitativ hochwertige Kinderbetreuung angeboten werden kann. Und das ist eine gewaltige Kraftanstrengung. Das ist eine gewaltige Kraftanstrengung. Vor allen Dingen unter dem Gesichtspunkt, dass wenn man es so macht, wie es in der Systematik bisher angelegt ist, dann auch vor Ort eine Chance geben kann, über eine Qualitätspauschale, die es bisher schon gibt, Mittel zu verwenden, was vor Ort für die jeweilige Kindertagesstätte, auch für die Struktur der Kinder, die die Kindertagesstätte besuchen, das Richtige ist. Auf diesen Weg gehen wir. Deswegen habe ich gesagt, das werden wir machen. Die Mittel sind vorhanden. Wir wollen Qualitätssteigerung, aber möglichst hohe Flexibilität für die Kindertagesstätten vor Ort haben. Deswegen noch eine Zahl. Herr Rock, Sie haben ja gesagt, die FDP fordert 100 Millionen Euro jährlich für Qualitätsverbesserung. Das war die letzte Zahl, die ich einer Veröffentlichung entnehmen konnte, und haben gleichzeitig ebenfalls ein Wunschkonzert aufgemacht, was man damit machen kann. Ich will Ihnen auch an der Stelle eine Berechnung sagen. Wenn Sie im Kindergartenbereich den Fachkraftfaktor von momentan 0,07 Fachkraft pro Kind erhöhen auf 0,08. Das bedeutet, dass zwei Kinder weniger pro Fachkraft betreut werden. Haben Sie Aufwendungen von 108 Millionen Euro jährlich? 108 Millionen Euro jährlich. Insofern sehen Sie, dass Sie auch Sie an Ihrer Stelle schon gefordert sind, auch einen soliden Finanzierungsvorschlag zu machen, wenn Sie entsprechende Vorschläge an dieser Stelle machen. Und das, was die Landesregierung mit dem Landeshaushalt vorgelegt wird, und von dem ich ausgehe, dass es der Gesetzgeber dann auch beschließt, ist der Dreiklang: Qualitätsverbesserung, Quantitätsverbesserung und Beitragsfreistellung. Und das alles solide finanziert, und das ist solide und verantwortungsvolle Politik. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Merz, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Es ist mehr Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, als über 99 Gerechte, heißt es bei Lukas im Kapitel 15, im Vers 7. Und insofern bin ich froh, dass einer der Bußfertigen hier heute das Wort ergriffen hat, während die Unbußfertigen offensichtlich auf der armen Sünderbank sitzen geblieben sind und heute hier nichts sagen dürfen. Jetzt ist der Bischof leider weg, dann kann ich das gefahrlos sagen. Nach der katholischen Lehre, der Rechtfertigungslehre, ist natürlich Buße tun durch gute Werke. Insofern begrüße ich durchaus, dass die Landesregierung jetzt sich bereit gefunden hat, nachdem sie das noch im Juni durch Sie, Herr Minister, und auch durch andere Vertreter der Koalition heftig zurückgewiesen hat als Unsinn, Weihnachtsmann, was weiß ich noch alles, dass Sie jetzt zu der Einsicht gekommen sind, dass es höchste Zeit ist, Familien auch finanziell dadurch und insbesondere Familien mit kleinen und mittleren Einkommen auch dadurch zu entlasten, dass man sie zumindest teilweise vom Besuch von Kindertagesstätten freistellt. Lassen Sie mich, bevor ich auf unsere Vorschläge eingehe, noch ein paar Worte zur Genese der Debatte sagen, weil hier viel von unserem Gesetzentwurf vom letzten Jahr die Rede gewesen ist. Ja,
Wir hatten im letzten Jahr, genauer gesagt im vorletzten Jahr, einen Gesetzentwurf hier vorgelegt, der in einem ersten Schritt in einem ersten Schritt das zweite Kindergartenjahr ebenfalls im Umfang von 5 Stunden freistellen sollte. Darf ich Sie daran erinnern, in welchem finanzpolitischen Kontext dieser Antrag seinerzeit gestellt worden ist? Wir hatten einen Haushalt, den ersten Haushalt, der unter den Vorzeichen der Flüchtlingskrise stand, wo das Land mit unserer Unterstützung Gelder im Milliardenbereich zusätzlich aufbringen musste, aufgebracht hat. Und in dieser Situation und wo die Regelung zum Länderfinanzausgleich, die wir erst seit Frühjahr dieses Jahres haben, noch nicht wirklich sichtbar war. Auf diese Finanzlage hat sich dieser Gesetzentwurf bezogen, und dieser Gesetzentwurf, Herr Kollege Wagner, ist mit einem Haushaltsantrag unterlegt worden. Ein Antrag zum Haushalt 2017, in dem wir beantragen, 50 Millionen € zusätzlich, zwar mit der ausdrücklichen Zweckbestimmung Freistellung, Mehrbedarf für die Freistellung von Elternbeiträgen für den Ganztagsplatz im letzten und vorletzten Kindergartenjahr ab Beginn des neuen Kindergartenjahres. Hätten Sie dem Antrag zugestimmt, könnten Eltern schon in diesem Kindergartenjahr insoweit beitragsfrei gestellt worden sein. So viel zur Vorgeschichte und zum Wahrheitsgehalt Ihrer Aussagen eben. Was will die SPD? Die SPD hat auch einen Dreiklang, und er besteht aus der Entlastung von Familien mit kleinen und mittleren Einkommen. Und ja, wir haben uns selbstverständlich, auf was sollten wir uns sonst beziehen, aufgrund Ihrer obstinaten Haltung in der Frage der Gebührenfreiheit. Wir haben uns bezogen auf einen Zeitraum, zu dem wir regieren werden. Das ist der Zeitraum, das ist die nächste Legislaturperiode. Und selbstverständlich haben wir für das, was wir uns vorgenommen haben, was sehr ehrgeizig ist, ein schrittweises Vorgehen vorgesehen. Was denn sonst? Was hätten Sie gesagt, wenn wir das auf einen Schlag gemacht hätten? Was hätten Sie denn dann gesagt? Und deswegen bleibt es dabei. Wir wollen in 4 Schritten, beginnend mit der Freistellung des Ganztagsplatzes, der der Betreuungsrealität entspricht, in 4 Schritten zur vollständigen Gebührenfreiheit über alle Betreuungszeiten und für alle Betreuungszeiten für alle Eltern, insbesondere aber mit Blick auf die Haushalte mit kleinen und mittleren Einkommen, kommen. Das wollen wir, und das werden wir auch tun. Und das unterscheidet uns fundamental von dem, was Sie hier vorgelegt haben, weil da gar keine Perspektive mehr drin ist. Zweitens. Wir wollen Verbesserung der Qualität in der Kinderbetreuung. Sie haben die Stichworte genannt, Herr Minister, Verlängerung der Ausfallzeiten, Einführung eines Wertes für mittelbare pädagogische Zeiten, ein langer Wunsch der Eltern und auch der Fachkräfte. Und wir wollen eine Regelung für die Freistellung von Kita-Leitungen. Sie haben bis dato keine Angabe darüber gemacht, welche Verbesserungen Sie vorsehen wollen. In Ihrem Antrag heißt es, der Landtag bittet die Landesregierung, zu einem geeigneten Zeitpunkt über die Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung zu berichten. Mit anderen Worten, Sie wissen nicht, was Sie damit machen. Und ich wüsste es auch nicht, wenn ich gefragt würde, was ich mit 25 Millionen € pro Jahr machen sollte. Ich wüsste es auch nicht. Und schließlich wollen wir die Kommunen entlasten, und das wollen wir mit einem vollkommen neuen Ansatz. Wir verbürgen uns dafür, dass wir zwei Drittel der realen Betriebskosten für den Betrieb von Kinderbetreuungseinrichtungen übernehmen. Und Kollege Merz, Sie müssen zum Schluss kommen. Herr Kollege Boddenberg, ein fundamental anderer Ansatz. Und wir gehen im Moment davon aus, dass das 1 Milliarde kostet. Und zur Finanzierung, lassen Sie mich die zwei Sätze noch sagen, Frau Präsidentin. Zur Finanzierung werden wir den gesamten Betrag, der Hessen aus dem Länderfinanzausgleich zuwächst, verwenden. Und Sie werden diesen Finanzierungsvorschlag von uns an keiner anderen Stelle mehr hören. Und das, was zum Eckpunktepapier zu sagen ist, wir wissen, dass das nicht Gesetz ist. Wir wollen, Kollege Merz, wir wollen, bitte, dass das der ist Sozialminister schon der dritte Satz. Und Sie Ihren Widerstand dagegen aufgeben, dass Hessen 300 Millionen € aus diesem Bereich bekommen kann. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollegin Wissler, Fraktion DIE LINKE.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Entlastung der Eltern bei den Kita-Gebühren ist ein Schritt in die richtige Richtung. Vor allem ist es aber ein Schritt, der lange, lange überfällig ist, meine Damen und Herren. Und dass die Landesregierung diesen Schritt geht, ist ein Erfolg für all diejenigen, die seit Jahren fordern, dass natürlich auch frühkindliche Bildung gebührenfrei sein muss. Es war der Druck der Opposition hier im Landtag. Vor allem aber war es der gesellschaftliche Druck der Eltern in den vielen Elterninitiativen, der Druck aus den Kommunen. Deswegen ist es ein guter Erfolg für alle, die dafür gekämpft haben, dass endlich ein Schritt in diese Richtung gegangen wird, meine Damen und Herren. Und CDU und GRÜNE haben uns ja bis vor Kurzem noch erklärt, warum das, was wir so fordern, erstens nicht finanzierbar und zweitens auch gar nicht wünschenswert ist. Da haben Sie Ihre Meinung jetzt geändert. Ich finde, das zeigt aber auch, dass Dinge, die Sie gerne als total unrealistisch oder unfinanzierbar bezeichnen, es ist letztlich eine Frage von politischen Prioritäten. Sie haben selber ganz schön gezeigt, dass wenn der politische Wille da ist, dann geht es auch, zumindest ein bisschen in die richtige Richtung. Also, da werden wir uns daran erinnern, wenn Sie das nächste Mal die Backen aufblasen, dass das alles völlig unrealistisch ist, was man fordert. Wenn der politische Wille da ist, dann findet man in diesem Land auch Geld offensichtlich. Und daran werden wir Sie bei Gelegenheit erinnern. Die LINKE hat im Januar 2016 als erste Fraktion hier im Landtag einen Gesetzentwurf zur Gebührenfreiheit in den Landtag eingebracht. Ich freue mich auch, dass wir hier als Türöffner agieren konnten und dass wir hier etwas auf den Weg gebracht haben. Ja, meine Damen und Herren, ich kann auch Erfolge verkraften, aber ich kann Erfolge gut verkraften, Herr Wagner, ich könnte noch viel mehr verkraften. Also, ich bin da noch nicht an meinen Grenzen. Ich habe aber sehr bewusst eben das Wort Entlastung genutzt und nicht von der Abschaffung der Kita-Gebühren gesprochen, weil Sie die Kita-Gebühren leider nicht abschaffen. Sie entlasten Eltern, ja, zum Teil zulasten der Kommunen, aber die Gebühren für die U3-Betreuung werden eben nicht abgeschafft. Und diese Gebühren sind besonders hoch. 500 €, 700 €, das ist auch für Menschen mit einem vergleichsweise guten Einkommen, ist das viel. Und da ist die Frage, warum denn nicht? Warum gehen Sie den Schritt denn nicht? Weil die Kinder ja auch eine Betreuung haben, wenn Eltern, wenn Herr Boddenberg, die Frage ist, am Ende zahlt es immer irgendjemand. Die Frage ist, zahlt es die öffentliche Hand oder zahlen es die Eltern? Und ich finde, es ist nicht hinnehmbar, dass Eltern, die gezwungen sind, ganztägig zu arbeiten, 500 oder 700 € Gebühren zahlen müssen, damit ihre Kinder betreut werden. Das ist doch nicht hinnehmbar. Es zahlt doch immer irgendjemand. Und dann kommen wir zum nächsten Haken. Beim ersten und zweiten Kindergartenjahr sind nur 6 Stunden gebührenfrei. Durchschnittlich gehen Kinder aber 7,5 Stunden in die Kita, weil ihre Eltern Vollzeit arbeiten. Und da sage ich, man könnte mit der 6-stündigen Gebührenfreiheit vielleicht leben, wenn Sie im nächsten Schritt die 30-Stunden-Woche für alle in Hessen einführen. Dann könnte man darüber reden, ob das ausreichend ist. Aber, meine Damen und Herren, da das nicht ansteht, gehe ich einmal davon aus, ist es nun einmal so, dass dann ein Elternteil gezwungen ist, in Teilzeit zu arbeiten. Das sind in der Regel dann die Frauen, an denen das hängen bleibt, oder die Menschen müssen eben doch Gebühren zahlen. Und auf 50 Millionen € zur Verbesserung der Qualität auf die Kita runtergerechnet, das sind 500 € pro Kita. Meine Damen und Herren, wie soll denn da eine Qualitätsverbesserung? Wie soll denn da mehr Personal eingestellt werden? Wer soll denn da die Betreuungsschlüssel verbessert werden? Das ist einfach viel zu wenig in der Situation. Wir brauchen echte Entlastung des Personals, und wir brauchen gute Arbeitsbedingungen in den Kitas, meine Damen und Herren. Und kurz vor der Bundestagswahl erfährt dann der Landtag aus der Presse davon, dass diese Entlastung der Eltern geplant ist. Wobei man ja sagen muss, es hat ja nicht der ganze Landtag aus der Presse erfahren. Herr Pentz als Generalsekretär der CDU hat ja offensichtlich so frühzeitig davon gewusst, dass er es geschafft hat, ein Plakat in Druck zu geben und das dann auch öffentlichkeitswirksam vor dem Alfred-Dregger-Haus zu enthüllen.
Und deshalb, ich finde auch mit der Arroganz zum Teil, wie hier geredet wird, und auch mit der Überheblichkeit, wie Sie, Herr Grüttner, hier gesprochen haben, ich will nur daran erinnern, das Geld, das hier ausgegeben wird, das ist keine Großzügigkeit der Landesregierung oder der CDU. Wir reden hier immer noch über Geld der Bürgerinnen und Bürger, das Steuergeld, das Ihnen anvertraut wurde, meine Damen und Herren. Und wir reden auch über Geld der Kommunen. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin. Es geht hier nicht nur um Geld. Es geht hier um Teilhabe, und es geht um Chancen. Und deshalb ist gebührenfreie Bildung von der Krippe bis zur Uni ist sinnvoll und wichtig, das durchzusetzen. Und ich finde, die Entlastung, die Sie jetzt beschlossen haben, die zeigt, Druck machen lohnt sich. Und in diesem Sinne werden wir das als Ansporn nehmen, auch weiter für gebührenfreie Uni zu kämpfen. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Rock, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Der Minister hat mich persönlich noch einmal angesprochen, aber auch meine Fraktion, zu dem Thema Finanzen und wie man so etwas finanziert. Und da muss ich ehrlich sagen, da habe ich mich noch einmal aufgefordert gesehen, hier vorzugehen. Warum? Weil ich noch einmal so ein paar Begrifflichkeiten wiederholen will aus meiner Rede, aber auch noch etwas hinzufügen. Ich will noch einmal sagen, wenn Sie den Eltern die Frage gestellt hätten, eine Nettoentlastung von 70 € im Monat oder statt 8 Erzieher in Ihrem Kindergarten 10. Das kostet 340 Millionen €. Was hätten die Eltern entschieden, wenn es um ihre Kinder geht? Das lasse ich jetzt einmal als Frage hier im Raum stehen. Das wird jeder hier, der Vater oder Mutter ist, selbst überlegen, was ihm da wichtig wäre. Und das ist die Entscheidung, ob ich eine sozial- und familienpolitische Maßnahme unterstütze oder eine bildungspolitische Maßnahme. Und wir als Freie Demokraten würden uns für die bildungspolitische Maßnahme entscheiden. Und warum ist das aus meiner Sicht die richtige Entscheidung? Wir geben in Deutschland fast 900 Milliarden € für Soziales aus. Das sind fast ein Drittel des Bundesbruttoinlandsproduktes. Und wir geben 125 Milliarden € für Bildung aus. Das sind 4% des Bruttoinlandsproduktes. Und wenn wir sagen, dass wir in Deutschland Zukunft gewinnen wollen, ein Stück weit, ich sage ja nicht, dass man auf der einen Seite etwas wegnehmen soll, aber wenn ich weiter Geld investiere, den Fokus ein Stück weit auf die Zukunft mit verschiebe. Ich habe Respekt vor der Frage, wie man Familie entlasten kann. Das habe ich mehrfach gesagt. Aber ich will noch einmal hier das Plenum auch für dieses Thema sensibilisieren. Wir sind, und ich habe das hier mal die Statistik noch einmal dabei, wir sind bei den OECD-Staaten, bei den Bildungsausgaben auf Platz 27. 27. Und was sagen wir immer, was wir für ein tolles Land sind? Was sind für Länder vor uns? Von Vereinigten Staaten und Großbritannien rede ich gar nicht. Aber da sind Staaten wie Lettland, Chile, Portugal, alles vor uns. Die geben mehr Geld für die Bildung aus. Und darum ist mein Appell noch einmal. Die Qualität muss viel stärker im Fokus sein. Und lieber Herr Minister Grüttner, wenn Sie mir sagen, mit 100 Millionen € im Jahr, in einer Legislaturperiode 500 Millionen €, da kann ich signifikant etwas für Bildung und für die Qualität und Bildung in unserem Land tun. Und glauben Sie, dass wir uns das auch durchgerechnet haben. Und wenn Sie ehrlich sind, mit dem Argument, das Sie jetzt versucht haben, gegen unsere Initiativen ins Feld zu führen, diskreditieren Sie natürlich Ihre 25 Millionen € im nächsten Haushalt als Qualitätssteigerungsmaßnahme ohne Ende. Und Sie müssen sich bei der Frage der Finanzierung auch wirklich einmal einig werden. Der Ministerpräsident sagt, ich kann das jetzt machen, weil der Länderfinanzausgleich mir die strukturellen Mehreinnahmen ermöglicht. Herr Wagner sagt, wir können das jetzt machen, weil wir so einen tollen Haushalt haben und den durch Einsparungen hinbekommen haben. Also, Sie müssen sich schon einmal einig werden, warum Sie es jetzt machen können. Weil die Herleitung, warum Sie vor wenigen Wochen noch gesagt haben, es wäre alles Blödsinn, und warum Sie es jetzt machen, haben Sie immer noch nicht geliefert. Vielleicht, wir haben ja heute noch einen Ausschuss, vielleicht kommt da einmal der Weg, weil es ist ja einmal interessant zu erfahren, was die wichtigen Argumente sind, die Sie auf diesen Weg gebracht haben.
Ich bin froh, dass unsere Kinder mit dem, was Sie jetzt als Landesregierung initiiert haben, in der politischen Debatte den Stellenwert haben, den sie nämlich verdienen, nämlich ganz oben und ganz in der Mitte. Ich glaube, dass Sie, nachdem Sie jetzt anerkannt haben, dass das ein wichtiges Thema ist, werden Sie auch nicht drum herum kommen, weitere Qualitätsverbesserungsmaßnahmen in Gang zu setzen, wenn Ihnen Ihre Glaubwürdigkeit nur ein bisschen lieb ist. Daran werden wir Sie die nächsten Monate bis zur Landtagswahl in jeder Plenarwoche messen. Darauf können Sie sich schon einmal einstellen. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Herr Kollege Bocklet, ich habe hier eine Wortmeldung von Ihnen für Tagesordnungspunkt 7. Wenn das ein Irrtum ist, dann haben Sie natürlich das Wort. Soll ich den auch gleich liegen lassen? Ja, Entschuldigung, Frau Präsidentin, da muss ich tatsächlich die falsche Zahl abgeschrieben haben. Es geht um diesen Punkt. Wir haben ja hier gehört, und ich finde das schon sehr bemerkenswert, einen sehr bemerkenswerten Vorgang, wenn ich, glaube, relativ am Ende der Debatte das Wort noch einmal ergreife. Und ich möchte gerne von der Begegnung erzählen, die ich am Rande eines Bundesparteitages hatte mit der Finanzministerin von Schleswig-Holstein, die gemeinsam mit der SPD dort regiert hat und die sich mit vielen, vielen Mühen einen Zuschuss geleistet haben an Eltern, 100 € pro Monat, und die jetzt versucht haben, auch in der neuen Konstellation Neues zu stemmen, und ihnen gelingt es gerade, mit vielen Mühen 100 Millionen € zur Verfügung zu stellen. Also, es gibt viele Bundesländer, auch in Thüringen, Brandenburg, die sich gerne wünschen würden, dass das, was wir in Hessen tun, nämlich über 500 Millionen € zur Verfügung zu stellen für Kindergärten, dass viele von denen voller Neid hierher blicken, und wir können stolz darauf sein, dass wir diese Entscheidung fällen. Einfach noch einmal für eine Minute verstehen, worüber wir eigentlich reden, wenn Menschen hier eine Debatte verfolgen, wo sie den Eindruck haben, die Landesregierung würde 500 Millionen € kürzen. So kommt es einem ja geradezu vor. Und wir erreichen den Dreiklang, den ich übrigens, Herr Schäfer-Gümbel, wenn Sie mir vorwerfen, es gibt seitenlange Landtagsprogramme, Protokolle, in denen auch Herr Bocklet etwas gesagt hat, dann ist es, ich glaube, in dem Punkt hat die Bildungspolitik noch etwas nachzuholen, das Leseverständnis nämlich, da muss man es auch verstehen, was ich gesagt habe. Und da habe ich nämlich gesagt, nämlich den Dreiklang, immer und immer wieder gebetsmühlenartig gesagt, ich kann Sie Ihnen auch auswendig vorbeten, meine Rede, immer gesagt, Qualität, Quantität, und dann müssen wir den nächsten Schritt finanzpolitisch vertretbar auch die Familien entlasten, immer und immer wieder. Und deswegen haben wir damals richtigerweise es auch abgelehnt. Und deswegen ist es eine Frage des finanzpolitischen Spielraumes, und wir gehen diesen nächsten Schritt jetzt auch verantwortlich. Und ich finde, dass wir in CDU, Grüne und die Landesregierung in sehr, sehr verantwortlich gehen, weil wir ihnen auch wieder nicht zu schnell gehen, auch wieder nicht auf Kosten von nachfolgenden Generationen, sondern für die Familien an alles denken. Es wird weiter ausgebaut, es wird weiter die Qualität verbessert, und es wird noch kostengünstiger für die Familien. Alles richtig. Und zur Aufarbeitung, was Herr Wagner gesagt hat. Hier habe ich Ihnen den Gesetzentwurf von vor 2016. Ich habe ihn hier in der Hand. Und seitdem gibt es keinen anderen lautenden Haushaltsantrag. Nebenbei bemerkt, es gibt keinen anderen anders lautenden Haushaltsantrag. Es gibt keine parlamentarische Spur außer eines Antrags, der in vier Schritten für irgendwann einmal ein Statement abverlangt. Diesen Antrag habe ich auch, Herr Merz. Sie brauchen sich gar nicht zu holen. Den habe ich auch. Aber wir reden jetzt über Ihren Gesetzentwurf. Und über Ihren Gesetzentwurf steht, unter, ich darf zitieren, unter E, mit diesem Gesetz wird in einer ersten Stufe die Gebühr für den Halbtagsplatz im zweiten Kindergartenjahr entfallen. Das wären 62 Millionen. Das ist vom Januar 2016 Ihr parlamentarischer Gesetzentwurf. Den übertreffen wir um ein Vielfaches, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dass Sie dann im Laufe dazu zu Ihrem Schritt kommen, zu Ihren vier Schritten, das hat ja auch der Herr Wagner korrekt wiedergegeben. Das sind vier Schritte, die Sie ohne jegliche Jahreszahl verangabt haben. Nein, da gibt es, ich habe den Antrag eben gerade gelesen, da gibt es keine einzige Jahreszahl, und sie ist, wie Sie heute präzisieren, auf 5 Jahre angelegt. Und dann kommt die Frage, Herr Kollege Schmidt, die Frage hätte ich von Ihnen auch gerne einmal beantwortet. Wenn eine SPD-Fraktion
Wahlversprechen gibt von über 3 Milliarden €. Von über 3 Milliarden. Also allein schon die Kindergarten, allein schon, also drei Zahlen kriege ich zusammen. Drei Zahlen kriege ich aus dem Stand zusammen. Über 1 Milliarde für die Kinderbetreuung. Frau Präsidentin, es fällt mir schwer. Ich war im Stadion, meine Stimme ist etwas heiser. Ich komme da nicht gegen an, gegen diesen vielen stimmigen Heule da. Also, deswegen habe ich ja schon versucht, für Ruhe zu sorgen. Über 1 Milliarde für Kinderbetreuung, über 1 Milliarde Wohnungsbau, über 0,5 Milliarden für Beamte und den Rest, der da noch sich so beläuft. Gestern kamen Sie mit weiteren 180 Millionen, Herr Schäfer-Gümbel, für Straßenbau. Wir kommen ja gar nicht so schnell nach mit dem Nachrechnen. Aber wenn der Länderfinanzausgleich nur 600 Millionen € gibt, verzichten alle anderen Fachpolitiker aus Verkehr und Schule auf ihre Forderungen? Nie im Leben werden Sie das machen, liebe Sozialdemokraten. Sie haben das doch alles noch additiv. Und 3 Milliarden € mehr zu versprechen, haben Sie, wie Herr Kollege Wagner zu Recht gesagt hat, um ein Vielfaches schon längst verfrühstückt. Und das glaubt Ihnen deshalb auch keiner mehr, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und jetzt will ich auch noch etwas sagen. Natürlich, meine sehr verehrten Damen und Herren, wer sich umhört und die Studien ernst nimmt, nimmt einen Prozess wahr, den die Regierungsfraktionen doch auch wahrnehmen. Wir nehmen zuallererst wahr, und deswegen sind wir in den letzten Jahren auch gefolgt, dass uns Eltern händeringend gesagt haben, wir brauchen überhaupt erst einmal einen Betreuungsplatz. Und dass es im Land und Ganztagsplätze noch immer nicht genug sind. Und deswegen geben wir weitere Gelder dafür aus. Und dann haben viele gesagt, wir wollen keine zu billige Kita. Ich gebe Zahlen gerne. Kollege Bocklet, Sie müssen bitte zum Schluss kommen. Wir brauchen gute Qualität. Dem sind wir auch gefolgt und folgen weiterhin. Und dass jetzt viele sagen, in einigen Gemeinden wurden die Kindergebühren drastisch erhöht, dass das auch eine Frage ist, dann Familien zu entlasten, ist richtig erkannt. Und ich finde, davon hat wir zumindest als Fraktion Bündnis 90 die Grünen überhaupt keine Veränderung unserer Position. Wir arbeiten sie konsequent ab. Und ich verspreche Ihnen eins, wir werden sie noch weitergehen. Herzlichen Dank. So, jetzt habe ich wirklich keine Wortmeldungen mehr. Damit ist die Debatte um 42 und 72 beendet, und beide Anträge werden in den SIA überwiesen.